Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Falls ihr was im Hintergrund hört, das sind meine Katzen. Falls ihr was rauschen hört, das ist der Ventilator. Und falls ihr was klopfen hört, das sind meine Beine. Falls ich mich ein bisschen komisch anhören sollte, ich nehme jetzt gerade seit 2 Stunden, knapp 2,5 Stunden, durchgehend auf. Deswegen, ich bin ein bisschen heiser vielleicht. Vom ganzen Gelaber. Also nicht wundern. Ja, wir stehen hier immer noch bei Rowan an der Redwood Point Ranger Station. Ups, Entschuldigung. Da wir in der letzten Folge ja mit den Geschichten um Edith Octavia Hartwood angefangen haben, da machen wir jetzt auch weiter. Würdest du dich gleich mit mir am Lagerfeuer treffen? Ich hole eben noch ein paar andere Ranger zusammen. Das klingt nach einer tollen Lagerfeuergeschichte. Okay. Auf zum Lagerfeuer. Die Ranger sind noch nicht da, aber ich kann es mir ja schon mal gemütlich machen. Oh, ich glaube, jetzt höre ich sie. Okay, Leute, setzen wir uns. Edith war eine legendäre Rangerin, die die Jorvikischen Urfälle viele Jahre lang studiert und beschützt hat. Sie hat überhaupt viel Zeit damit verbracht, mehr über die Tier- und Pflanzenwelt von ganz Jorvik zu lernen. Eines Tages hörten die Leute nichts mehr von Edith. Es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Mit der Zeit entstanden Gerüchte. Es hieß beispielsweise, die Yetis haben sie mitgenommen und halten sie gefangen. Sie hat sich in einen Mottenmenschen verwandelt und, besonders absurd, sie wurde von Außerirdischen entführt. Okay, also das von Außerirdischen ist absurder, als dass sie, also dass sie vom Yeti mitgenommen wurde oder dass sie von Mottenmenschen, dass sie zu einem Mottenmenschen wurde. Also ich finde, dass sie von Außerirdischen entführt wird, finde ich wahrscheinlicher, als dass Yeti sie mitgenommen hat oder dass sie zum Mottenmensch wurde. Aber gut, ist ja auch nur meine Meinung. Ich habe ein faszinierendes Buch darüber gelesen. Es hieß Die Kryptiden Jorviks, mystische Wesen, die in den Schatten lauern. Darin steht, dass es auf Jorvik viele mysteriöse und schwer zu erklärende Wesen gibt. Ich bin ja ein Fan abwegiger Theorien, aber die Vorstellung, dass es auf Jorvik Yetis oder Außerirdische gibt, ist selbst für mich zu absurd. Mehr wissen wir leider nicht über Edith Octavia Hartwood und ihr mysteriöses Verschwinden. Wir werden wohl nie erfahren, ob sie den Rest ihres Lebens durch die Wildwood streifte oder in ihre alte Heimat zurückkehrte. Das ist es meiner Meinung nach, was die Legenden am Leben erhält, dass man nicht weiß, was aus ihr geworden ist. Warte mal, die Geschichte hier ist noch nicht zu Ende. Seht mal, was ich in dem alten Fernrohr gefunden habe. Das ist die letzte Seite von Ediths Tagebuch. Hier, Entchen. Entchen, dir gebührt die Ehre, sie zu lesen. Na, sieh sich das einer an. Wie sich herausstellt, wurde sie nicht von Aliens entführt und hat sich auch nicht in ein Monster verwandelt. Sie wurde nur eins mit dem Wald, fast als hätte sie eine wahre Heimat, ihre wahre Heimat gefunden und nie wieder verlassen wollen. Anscheinend hat sie sich einfach dazu entschieden, sich von den Menschen fernzuhalten. Das Tagebuch und die letzte Seite, die Rowan im Fernrohr gefunden hat, zeigt uns das wahre Leben der Edith Octavia Hartwood. Auch wenn es Spaß macht, sich rätselhafte Geschichten über sie auszumalen, ist doch die Wahrheit viel faszinierender. Ich würde gerne das Tagebuch lesen, tatsächlich. Und Tilda und June hätten mir das nie erfahren. Ich dachte, jetzt gerade schon ist irgendwas passiert. Ist wirklich wahr, was? Manchmal ist die Wahrheit seltsamer als alle ausgedachten Geschichten. Also sind wir mal ehrlich, so abwegig finde ich das gar nicht, dass die Leute einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Menschen und in den Wald ziehen. Yep, das war verrückt. Ich frage mich, wie die anderen Rangers finden. Entian, Yusuf, Astrid, Tira, kommt mal her. Ey, was gibt's? Ah, da seid ihr ja schon wieder. Wie schafft ihr das nur so schnell? Egal, also, was sagt ihr zu der ganzen Geschichte? Dieser Wald hier hat eindeutig seine Besonderheiten. Was sagst du denn dazu, Josef? Macht er dir noch Angst? Nein. Am Anfang fand ich es etwas unheimlich hier, aber inzwischen kann ich verstehen, dass jemand freiwillig für immer hier bleibt. Und es gibt noch so viel zu erkunden für uns. Jawohl, so sehe ich das auch. Haben die Ranger hier alle Superkräfte, die sie übermenschlich schnell machen? Mensch, die sind ja schneller abgehauen als ein Rudel hungriger Geparden. Das war jedenfalls eine sehr interessante Geschichte. Ich frage mich, was wir wohl noch so alles hier im Wald finden werden. Jetzt können wir hier leider nicht mehr weitermachen, aber wir haben ja noch ein bisschen was. Wir machen jetzt die Rennen, die es in Dundle zu machen gibt.
Und hier werde ich mich dann in der nächsten Zeit darum kümmern, die Rennen noch zu machen, beziehungsweise das Rennen zu machen, dass ich hier noch ein bisschen Ruf fahren kann. Ja, aber was haltet ihr denn von der Geschichte von Edith Octavia Hartwood tatsächlich? Also ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, dass sie einfach gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf Menschen, ich bleibe einfach im Wald. Ich würde sehr gerne tatsächlich das Tagebuch von ihr lesen und ich finde es ein bisschen schade, dass Star Stable tatsächlich bisher nicht weiter daran angeknüpft hat. Ich meine, Wild Woods kam 2020 raus, das ist jetzt bald vor 3 Jahren gewesen. Und seitdem kam leider zu Octavia Hartwood leider gar nichts mehr. Abgesehen von der einen Quest mit Gary Goldzahn, tatsächlich, dass er sagt von wegen, ja, ich war bei dem Suchtrupp dabei. Das finde ich halt schade, dass Starcell bis dahin nicht weiter angeknüpft hat an der Geschichte, weil sie schon interessant ist in meinen Augen. Also, ich finde das schon interessant, was die Leute dazu bewegt, sich einfach der Gesellschaft komplett den Rücken zu kehren. Und auch, wie das Leben dann im Wald ist, tatsächlich für diese Person. Das würde ich gerne halt wissen. Also, mich würde das total interessieren, wie sie dann ihr Leben gelebt hat im Wald. Von was sie sie ernährt hat. Hat sie vielleicht sich selber was angebaut, quasi? Oder hat sie wirklich nur von dem gelebt, was der Wald ihr hergibt? Wie hat sie die Nächte verbracht? Hat sie sich ein Haus gebaut quasi? Hat sie einfach unterm Sternenhimmel geschlafen? Sowas halt. Wie hat sie ihr Leben dann im Wald verbracht? Das ist etwas, was mich wirklich interessiert. Oder ob sie dann am Ende quasi einfach wahnsinnig geworden ist oder so. Keine Ahnung, was weiß ich was. Sowas interessiert mich dann halt schon sehr stark. Da würde ich mich schon wünschen, dass Star Stable da mehr anknüpfen würde. Aber das kann ich wohl vergessen. Zumindest erstmal. Gut, wir sind jetzt hier. Und hier haben wir jetzt tatsächlich zwei neue Rennen. Bei Luis. Oh, das ist jetzt tatsächlich jemand. Hallo, ich bin Luis. Hi. Ich freue mich so, dass du hier vorbeischaust. Ich habe das Gefühl, dass ich schon ewig hier bin, ohne jemanden zu treffen. Ja gut, meine Ranger-Freunde kommen zum Trainieren vorbei, aber das ist ja nicht der Sinn der ganzen Sache. Was meinst du? Hier in Nebelfall geben wir Ranger alles für den Schutz der Natur. Was allerdings das Kennenlernen neuer Leute angeht, das lässt ehrlich gesagt zu wünschen übrig. Hier kommen fast nie neue Reiter vorbei. Deswegen haben wir beschlossen, hier auf unserer Koppel Reitstunden für die Allgemeinheit anzubieten. Ich bin für die Reitstunden verantwortlich, aber es kommen immer nur die Ranger her. Deswegen finde ich es schön, dass du aufgetaucht bist. Ein Neuling, eine Fremde in unserem Teil des Waldes. Das finde ich natürlich super. Und jetzt sag bitte, dass du hier trainieren willst, ja? Lass mich nicht im Stich. Ja, gut, ich trainiere hier. Nebelfall ist einfach der schönste Ort auf Jorvik und ich hoffe, dass es mehr Leuten klar wird, wenn sie nur einmal herfinden und ihre Zeit verbringen. Oh, was passiert tatsächlich? Jemand, der kein Ranger ist, probiert mein Rennen aus. Das ist unsere Rennstrecke für die Arbeitsreitweise. Es ist absolut wichtig, dass ein Ranger eine gute Beziehung zu seinem Pferd hat. Deshalb üben wir hier auf der Reitbahn, um sicherzustellen, dass unsere Pferde auf fast alles vorbereitet sind. Stellst du dich der Herausforderung? Ja. Machen wir. Ich habe jetzt leider gerade nicht gesehen, für was es da Ruf gibt. Aber, ja. Ich mag tatsächlich die Arbeitsreitweisen, Rennen sehr, sehr gerne, weil sie einfach mal was anderes sind zu den ja, Rennen, die eigentlich fast nur Springrennen halt sind. Natürlich, viele sind auch abwechslungsreich, weil sie mal durch den Wald gehen etc. Aber ich finde die Arbeitsreitweisenrennen tatsächlich sehr, sehr ja, interessant, weil du hier schon ein bisschen aufpassen musst, dass du halt einen Tempowechsel reinbringst. Ja, dass du auch natürlich dann halt richtig läufst, etc. Kann ich mir vorstellen, dass das für ein Pferd auch total interessant ist und dass hier sich ein Pferd wirklich den Kopf anstrengen muss, auch dabei zu bleiben, etc. Sowas könnte ich mir für Pauline total gut vorstellen, also mein Pflegepferd total gut vorstellen, nur da ist halt das Problem, dass ich nicht reiten kann mit ihr. Aber ich denke mal, so einen kleinen Parcours, den ich mit ihr ablaufe, das macht die auch total gerne mit, glaube ich. Wie ein waschechter Ranger.
Ich meine, du reitest so gut wie ein Ranger, aber ich bin froh, dass du keiner bist, weil ich rede so viel darüber, ich weiß. Oh! Jetzt habe ich da einen Zeitblocker reingehauen bekommen. Das ist ein bisschen doof. Wir machen nochmal die Arbeitsreitweise. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich da einen Zeitblocker reingehauen bekommen habe. Aber gut, ich meine, ich habe jetzt so viele Folgen im Voraus aufgenommen, dass ich einfach sagen kann, ich mache hier einen Cut und dann mach ich halt am nächsten Tag mit der Quest weiter. Beziehungsweise wenn ich das nächste Mal halt dann aufnehme, dann nehme ich den Rest halt noch von dieser Folge hier quasi dafür auf. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. So. Nee, diese Arbeitsreitweisen finde ich total interessant und ja, auch vom Kopf her mega, also interessant einfach, weil sie halt so abwechslungsreich sind, weil ich auf Tempowechsel achten muss etc. Ich kann nicht einfach durchrennen. Für die Nebelfallstation bekomme ich die. Okay, gut. Ja, dann mache ich hier jetzt einfach einen Cut und mache dann einfach am nächsten Tag weiter und dann, ja, beende ich die Folge danach. Hallo! Ja, jetzt eine ganze Weile später. Keine Ahnung, so 3 Wochen später. Wir machen die Quest hier jetzt. Das nächste Rennen, das wir bei Louis haben. Noch eine Challenge für die Nicht-Rangerin. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Seit du meine Rennen zum ersten Mal ausprobiert hast, sind schon richtig viele Leute nach Nebelfall gekommen. Es macht so viel mehr Spaß, Trainingsrennen anzubieten, wenn auch neue Leute kommen. Würdest du mir die Ehre erweisen, als erste Mal eine neue Trainingsstrecke auszuprobieren? Ja, machen wir. Ich bin nämlich gerade dabei, die Folge zu schneiden. Hier diese. Und ich habe total vergessen, dass ich hier ja noch eine Quest offen habe. Und ja, da ist mir dann aufgefallen, dass ich die ja jetzt noch machen kann. Ich wollte sowieso heute in Tilda reingehen. Aufgrund der Rufsachen heißt er denn jetzt Rowan? Rowan? Auf jeden Fall wegen der Rufsachen, die ich noch machen muss. Und, ja. Na, Millie, runter. Dankeschön. Katze ist gerade vom PC runtergesprungen und die hat den Tisch als Abkürzung genutzt. So. Jetzt ein bisschen Konzentration, bitte, Mine. Gut. Prima. Dann haben wir das Rennen auch abgeschlossen. Bitte komm bald wieder, um die Strecke noch einmal abzureiten und bring gerne deine Freunde mit, ja? Ich freue mich darauf, noch mehr neue Leute kennenzulernen. Ja, gut, dann haben wir hier die 2 Rennen auch gemacht, die wir hier neu dazu bekommen hatten. Und dann würde ich jetzt einfach hier die Folge beenden. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!